So, da bin ich wieder. Ich muss mal ganz kurz telefonieren, habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ist ein bisschen Zeit vergangen, das zeigt sich jetzt, glaube ich, auch auf dem Speicherplatz. Aber Mist, ich habe gerade abgespeichert. Egal, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ausruhen. Geht das? Genau jetzt die Aufnahmegestaltung. Woher kommt diese Fliege? Woher? Verzieh dich. Sofort. So, egal. Die Moorlande. Mhm. Ich muss da also durch. Diese Fliege. Ernsthaft? Nicht auf dem Bildschirm. Da am Rand kannst du bleiben, aber weh, du kommst auf die Bildfläche. So. Oh, das sieht nach Gegner aus. Wow! Was ich noch nicht so wirklich annehmen konnte, ist, dass die Skills stärker wären, wenn ich diese Mana eingesogen habe. 30 Leben noch, okay. Ob das reicht? Es hat nur zweimal ob das was ausmacht, wenn es öfters trifft? Easy. Nein! Warum sind die nicht rübergesprungen? Was soll das denn jetzt? Ihr sollt rüber. Das geht 100% nicht kaputt, wenn man da drauf springt. Das ist schon mal interessant. So. Für ein paar Tomaten komme ich immer wieder gerne hier hin. Habe ich es mir doch gedacht. Was ist denn hier? Pilze, okay. Man muss schon seine Augen... Ach, diese Fliege, ernsthaft. Warum bist du nicht einfach da in dieser Ecke geblieben? Ich meine, wenn du nach ein... Jetzt setzt sie sich auf meinen Schoß. Ist ja süß, okay. Ja, hau wieder ab. Man muss ja echt die Augen offen halten. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn ich schon ein paar Sachen übersehen habe. Aber denn... Jetzt ist die mir am Kopf geflogen, ernsthaft. Es ist hier schon eingebettet, dass man sehen kann, aber es ist auch nicht zu auffällig eingebettet, finde ich persönlich jetzt. Sieht ein bisschen aus wie Dragon Ball Charaktere. Au! Aua. Siebenundzwanzig, das war stark. Au. Es wird Zeit für ein Level-Up. Ich würde ja gern eher trainieren können, so ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich. Ernsthaft? Was ist das? Die Runen wurden im Laufe der Zeit unleserlich. Okay. Das Ernähren ist stark. Kein Wunder, dass es so viel MP verbraucht. Oh, das sind viele.
Oh, das hat nicht viel abgezogen. Oh mein Gott, Dick Reset Schaufler ein. Oh mein Gott, das tat weh. Aua! Oh mein Gott. So. Jetzt gibt es einen starken Feuerball. Sonnenball. So lobe ich mir das. Okay. Kraftgürtel. Habe ich mir fast gedacht. Ja. Oh mein Gott. Okay. Das könnte jetzt echt schwierig werden. Ups. Pilzsuppe. Ich glaube, es ist besser so, oder? Ja. Weil es könnte sonst zu gefährlich werden jetzt tatsächlich. Lehm hat die Felsziege. Oh mein Gott. Das war relativ stark. Okay. Die ziehen schon viel ab, muss ich sagen. Es ist nicht ohne. Geil wäre, wenn er jetzt noch Schaden bekommen hätte. Wird der Combo auch stärker, wenn ich die Energie aufsauge? Das hat viel abgezogen. Oh, noch ein Kampf. Dann kommt das Level up. Oh, geil, Paprika. Nie verkehrt, nie verkehrt. Esst immer eure Paprika. Denn Paprika ist gesund. Okay, hier ist wieder was so. Die Oberfläche wirkt instabil. Okay, ich verstehe. Das ist doch unser Level-Up hier. Woher kommen die denn? Wie unfair ist das denn? Diese Fliege nervt. Es nervt. Boom. Aua. Das Level-Up ist hier ganz cool gemacht, finde ich. Die Werte steigen allgemein
Und dann aber nochmal. So, ich mach den Magieangriff nochmal höher. Auch hier der Magieangriff höher. Ich weiß noch nicht, ob ich den als vollen Tank machen soll oder ihn auch auf Angriffs spielen soll. Plus 8 Leben macht natürlich schon viel aus. Boah, diese Fliege. Vor allem, warum? Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Hier war keine Fliege, ich bin mir ziemlich sicher. Ich verstehe, ich weiß, was ich tun soll. Arschbombe! Okay, hier geht jetzt wieder zurück wahrscheinlich. Aber ich guck mal, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ne, hier ist nichts mehr. Oh, wird das hier ein Bosskampf? Jetzt schon? Sah so verdächtig aus. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir natürlich kein Feuer. Könnte gefährlich werden. Das war stark. Ach du liebe Güte. Oh mein Gott. Boah, diese Fliege, hau ab! Das war stark. Nein. Eigentlich wollte ich eine lange Folge machen, aber ich muss diese Fliege, ich muss sie gleich zerstören. Ich war geduldig. Warum? Was soll ich hier? Ich kann keine Zeit verändern. Es funktioniert nicht. Okay, da ist ein Lagerfeuer. Ist das wieder ein Ding, was man später machen kann wahrscheinlich? Okay. Bernsteinerz. Von hier geht es aber auch nicht. Dann können wir auch direkt wieder was kochen, ne? Oh, das sieht gut aus.
Und man später noch mehr Plätze freischalten kann. Ja, wir können jetzt entweder hier durchschwimmen oder hier durchgehen. Oder auch nicht schwimmen. Dann planschen wir halt nur. Okay, das war stark. Das hat sich jetzt schon geändert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss ich jetzt einmal ganz kurz austesten. Ob das so ein bisschen Dark Souls ähnlich ist eventuell. Kommen dann die Gegner wieder? Ist das so, dass man so trainieren kann eventuell? Nee. Okay, das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Spüre die enorme Kraft. Oder auch nicht. Mondrang. Schlossgespenst freigeschaltet, okay. Aber es muss doch einen Weg geben, um öfters gegen die Gegner hier kämpfen zu können. Also es wäre enttäuschend, wenn es nicht so ist, weil ich würde es mir bei so einem Spiel schon wünschen. Oder vielleicht geht es ja später. Aber wenn man halt die Karte... Oder warte, ich schlag mal das Lager einfach auf. Ich will wieder in diese Kugel. Okay, das haben wir ja schon. Okay. Ausruhen. Ich trinke mal. Jetzt war die Fliege in meinem Kaffee. Ernsthaft? Das ist mein Kaffee. Prost auf euch. Oh. Mal gucken, ob die Gegner jetzt da sind. Nein, okay. Ein bisschen enttäuschend, bin ich ganz ehrlich. Das heißt, man muss möglichst viel mitnehmen. Steindeckel, das ist doch eine Waffe. Oh ja, nice. Drei von euch Banausen.
Dann mache ich erstmal einen normalen Angriff. Schon mal wenigstens etwas unterbrochen. Das war stark. Mann, diese Fliege, hau ab jetzt! Meine Güte! Die ist auch wirklich penetrant, muss man auch einfach mal sagen. Mal gucken, wie stark das Schleudern ist. Find's, obwohl die Zeit hat sich jetzt verlängert, kann das sein? Fischer, Fischer, wie kommen wir da hin? Zu dieser wunderbaren Truhe. Warte mal, ihr geht schon raus. Ich will aber noch nicht raus. Steinmetz Angelsee. Okay, warte mal, da geht's zum Angeln. Das könnten wir auch gleich nochmal machen. Okay, komm, gehen wir erstmal angeln. Obwohl, wenn es nur die beiden sind. Nice. Okay, gegen die ist das sehr effektiv. Lecker Fleisch. Ah, okay, jetzt. Warte mal, den sehe ich ja jetzt. Das sieht ja cool aus mit den Shenlong da. Ist das die Schlange, von der Gal gesprochen hat? Das ist keine Schlange, das ist ein Drache. Das sieht aus wie ein Drache. Wie, letztes Mal war hier ein Verkäufer. Wo ist hier der Verkäufer? Auswerfen! Ah. Einholen. Beiß an. Boah, der ist stark. Ah. Nein, 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 komm hier, komm hier. Wow, wow. Komm hier. Was haben wir denn hier? Du hast einen Grasselfisch. Aber geben die immer das gleiche Filet? Ich verstehe das nicht so ganz. Ah, komm her. Komm her. Oh, der hat aber sofort angebissen. Komm her. Komm. 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 Ah. Ah. Ja. Moorlande. Ich
Ach, jetzt sind... Ah, okay, man muss auf die Weltkarte, damit die Gegner wiederkommen. Das ist aber gut zu wissen. So können wir trainieren. Und mächtiger werden. Und mächtiger werden. Und der hat nicht so gesessen. Aua. Oh oh. Geil, der Tank ist down. Das war okay. Der Boost hat jetzt auf jeden Fall was gebracht. Das war stark. Das hat wirklich viel abgezogen. Okay, nice. Das bedeutet ja eigentlich auch... dass in der Höhle auch wieder Gegner sind. Keine Mana mehr. Nice. Ah, es ist nicht so gut. Könnte gefährlich werden. Ja, sie bräuchte auch eventuell eine bessere Waffe. Ich hätte vielleicht eine kaufen müssen. Ob das ausreicht? Ja. Ich probiere mal den Schlag mit den aufgeladenen Energien auf. Ja, das war nice. Ja, egal, wer von denen angegriffen wird, er stirbt auf jeden Fall. Oder habe ich den Ries... Nee, doch nicht. Oh. Da hat er mich jetzt ein bisschen genatzt. Okay, das Leveln dauert hier aber schon lange. Aber wir brauchen die auch lange für die Gegner. Okay. Nice. Ich glaube, der Sonnenball reicht ohne aufzuladen. Spüre den Angriff. Nice. Zwei Eier. Die sind wohl beim Kampf verloren gegangen, die. Ihr wisst schon was. Ausruhen.
Ich habe das jetzt einmal gemacht, diesen Durchlauf. Einfach nur zu gucken, ob die ganzen Gegner wieder da sind. Und siehe da, sie sind da. So kann man dann eventuell nochmal ein bisschen trainieren, leveln, wenn man es denn vorhat. Oh, den habe ich ja ganz vergessen. Das war stark, das war echt nice. Oder sitzt drei Runden aus, ja. Damit hat er nicht gerechnet, mit dieser geballten Kampfkraft. So, ich glaube, hier kommen wir hin, um nochmal diese Steinplatte kaputt zu machen. Oh. Und auch nicht. Pilzsuppe, nice. Die ist nice. Aber ich hätte schwören können, dass wir da hochklettern können, um... Wo hab ich's denn gesehen? Hier war doch noch irgendwo eine Platte. Naja, egal. Seht mal, da drüben ist wer. Oh. Finde ich ganz cool, diese animierten Sequenzen zwischendurch. Wir sollten nach dem Weg fragen. Sie sieht beschäftigt aus. Ach, das geht sicher in Ordnung. Hallo, hat dieser große Felsen etwas Besonderes an sich? Ja, seht euch das an. Das ist... Das sieht aus wie... Nein, das muss meine Fantasie sein. Und was ist das? Sie sind vor allem faszinierend. Diese Runen sind die ältesten uns bekannten Schriftzeichen. Wer ist uns? Fahrende Historiker natürlich. Zumindest das, was davon übrig ist. Was, du bist eine fahrende Historikerin? Freut mich, ich bin Gal. Gleichfalls, ich bin Teex. Also, sind deine Freunde immer so ruhig? Da haben sich ja zwei gefunden. Nein, Zale und Valerie sind okay. Sie haben bloß so viele Jahre mit ihrem Studium im Himmel zugebracht. Magisches Haar. Verzauberte Kleidung. Das ist cool animiert. Bisschen Anime-like. Ihr seid Krieger der Sonnenwende. Ich wusste es. Abenteuergeist. Furchterregend im Kampf. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht noch. Oh mein Gott. Die besten Freunde einer erfahrenen Historikerin. Oh mein Gott. Ich meine... da ist wohl jemand aufgeregt. Und wir dachten, Gal wäre ein. Hey Leute, Teex hat ein Angebot für uns. Wir sollten es uns anhören. Klar, was ist los? Ich bin nicht sicher, wie ich das erklären soll. Es geht um mein Buch. Wieso isst du heute nicht mit uns, Teex? Dieser Ort ist perfekt für ein Lager. Oh nun ja. Na komm, wir freuen uns, wenn du uns Gesellschaft leistest.
Ja, außerdem musst du Gals Kochkünste probieren. Okay, danke. Alles klar, einmal Eintopf kommt sofort. Er trainiert erstmal. Danke nochmal für das Essen, Gal. Du bist ein ziemlich guter Koch. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Du bist jederzeit willkommen. Du bist also die allerletzte fahrende Historikerin? Vielleicht auch die erste. Es ist so lange her, seit all die Zauberfolianten verbrannt wurden. Die was? Zauberfolianten. Alle fahrende Historiker haben einen. Oder besser gesagt, hatten einen. Es sind verzauberte Bücher, die sich selbst schreiben, indem man Artefakte mit Geschichten berührt. Wow. Eine fahrende Historikerin hat die Pflicht, ihren Zauberfolianten so gut wie möglich zu füllen, ehe sie in einen neuen Rekruten übergibt. Früher gab es eine Gilde und viele von uns, aber jetzt gibt es bloß noch diese Überzeugte hier. Das führt mich auch zu meiner Frage. Schieß los. Nun wisst ihr das Beste, was sich eine fahrende Historikerin wünschen kann, sind Abenteurer, die auf sie aufpassen. Ich kann euch zwar gerade nicht bezahlen, aber wenn ihr mir ein Artefakt bringt, die ihr auf eure Abenteuer findet, würde ich gerne meine Geschichten mit euch teilen. Klingt interessant, aber wie finden wir dich, wenn du ständig auf Reisen bist? Keine Sorge, ich werde einfach an eurem Lagerfeuer vorbeischauen, wenn ihr unterwegs seid. Die perfekte Szenerie fürs Geschichtenerzählen. Geschichten am Lagerfeuer, ich bin dabei. Großartig, bringt mir alle Artefakte, die ihr findet. Wollen wir mal sehen, wie mein Zauberfoliant reagiert. Wie viele Geschichten hast du denn schon? Nur die eine. Er war leer, als ich ihn fand, aber das ist okay für mich. Ich will so viele entdecken, dass ich einen ganzen Band füllen kann. So soll das sein. Die erste Geschichte schrieb sich wie von selbst, als ich einen alten Piratenohrring fand. So erkannte ich, dass ich einen echten Zauberfolianten hatte. Dachte, die wären alle weg. Wovon handelt die Geschichte? Von einem alten Geisterpiratenschiff namens die Abendliche. Oh. Kann sie euch vorlesen, wenn ihr wollt. Fragt einfach. Okay. Hey, wollt ihr eine Geschichte? Ja, komm. Die Abendliche. Ist das ein von allen aufgezeichneten Flüchen und Verhexungen sind nur wenige so furchtbar wie der Fluch der Abendlichen. Diese Geschichte führt uns Jahrhunderte zurück in eine Zeit, als eine bestimmte Bande von Piraten die Meere beherrschte. Ihr Kapitän hieß Stormcaller und er war der mächtigste Windmagier, den die Welt je gesehen hatte. Und ihre Steuerfrau Hortens ist bis heute die klügste Seefahrerin aller Zeiten. Durch die Kombination von Hortens Fähigkeiten und Stormcallers Magie soll ihr Schiff schneller als das Licht selbst gewesen sein. Die Mannschaft erlebte viele Abenteuer und häufte unzählige Reichtümer an, bis eines Tages das Unvermeidliche geschah. Hortens, deren erste Liebe die Musik war, verkündete, das Piratenleben aufgeben zu wollen, um sich ganz ihrer Kunst widmen zu können. Stormcaller war der festen Überzeugung, dass der Weg das Ziel sei und nahm ihren Rücktritt nicht besonders gut auf. Völlig beleidigt zauberte er keinen Wind für die Segel mehr herbei und sorgte dafür, dass das Schiff mitten auf dem Ozean festsaß. Und hier bleiben wir, sagte er, bis unsere Steuerfrau wieder bei Sinnen ist. Hortens Entscheidung war jedoch bereits endgültig. Tage vergingen, in denen die beiden schmollten, während ihre Mannschaft um eine Lösung bettelte. Erst ging ihnen die Geduld aus, dann das Essen und schließlich auch das Trinkwasser. Eines Tages, nach Sonnenuntergang, meuterten die von Hunger und Durst geplagten Piraten und ließen ihren Captain über die Planke gehen. Und während er in den Abgrund sank, verfluchte Stormcaller seine Mannschaft und beschwor für sie ein ewiges Gefängnis. Er würde in der See der Nachtmars einen tödlichen Sturm kanalisieren, die sie auf ewig ertragen müssten. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Mannschaftsmitglieder ihren Verstand, bis nur noch Hortens übrig blieb. Der Kampf in die See der Nachtmars tobt bis zum heutigen Tag, wobei Stormcallers Hass auf den schieren Willen der Steuerfrau trifft.
Manche sagen, dass Stormcrawlers Wut eines Tages das Schiff versenken wird, während andere glauben, dass er sich schließlich der unbezwingbaren Hortens beugen wird. Die Legende besagt, dass sie einmal am Tag eine kurze Pause bekommt, und zwar genau in dem Moment, in dem der Fluch zum ersten Mal beschworen wurde. Unzählige Seeleute und Fischer haben seitdem von Sichtungen des legendären Geisterpiratenschiffs berichtet, das in der Abenddämmerung auftaucht. Sie nennen das Schiff die Abendliche. Manche wollen unbedingt an Bord gehen, um nach Schätzen zu suchen, die meisten vermeiden es aber, in der Dämmerung auszulaufen, aus Angst, in der See des Nachtmars gesogen zu werden. Ende. Da mischen wir hin. Geschichten am Lagerfeuer? Ich bin dabei, okay. Ich wusste gar nicht, dass es fahrende Historiker gibt. Wie viele es wohl von ihnen gegeben hat. Ausruhen. Gute Nacht, Leute. Eine Bootsfahrt zur Gespensterinsel könnte angesichts der Lage mit dem Aufzug schwierig werden. Vermutlich nichts, wofür ihr keine Lösung findet. Wo müssen wir denn hin? Nach Osten dem Pfad entlang. Macht es euch was aus, wenn ich mitkomme? Wir haben dasselbe Ziel. Je mehr, desto besser. Teak schließt sich zu unterstützen. Sind wir jetzt? Okay. Okay, warte mal. Sie ist ein Unterstützer? Okay. Sie ist automatisch mit im Team. So wie ich das jetzt sehe. Bling! Ja, was haben wir denn hier? Das war stark. Jetzt sind hier schon zwei Fliegen, ich werde nicht mehr. Aber was hat das jetzt mit dem Unterstützer auf sich? Ich kann die Reihenfolge nicht ändern. Vielleicht wird es mir auch noch beigebracht. Oh mein Gott, okay. Okay, geschafft irgendwie. Sail und Gar lernen den Kombo-Skill Sonnenregen. Okay. Nice. Der Sonnenregen. 4 Tonnen Lehm kosten. Berge sind hübsch. Was für ein Lehm. Berge sind hübsch. Mann, bist du neugierig. Hier, nimm. Okay, nice. Es muss sich ja auch mal lohnen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir gegen ihn kämpfen, um ehrlich zu sein, aber so geht's auch. Da ist auch schon die Schlange. Okay, da werde ich ja ganz bange. Steinmetz Außenposten.
Jetzt bin ich mal gespannt. Steinmetz Außenposten. Der Älteste ist nicht zurückgekehrt. Malkomut wird uns alle töten. Lauft! Was passiert hier? Wer seid ihr? Seid ihr hier, um uns zu retten? Nun, natürlich, sie sind Krieger der Sonnenwende. Egal. Stimmt doch, oder? Wir sollten helfen, wenn wir können. Worum geht es? Es ist Malkomund, der Erdelementarzauberer. Wir sind nur ein friedlicher Außenposten und kümmern uns um die Windtunnel der Minen. Es ist unser Job, sie nicht verstopfen zu lassen, damit der Wind die Melodie für den Schläfer erzeugen kann. Aber jetzt hat Malkomund die Mine erobert, also können wir nicht mehr hinein. Und wenn der Schläfer erwacht, ist das Ende der Welt. Schlimmer noch, er hat den Tunnel blockiert, der die Windmühle des großen Aufzugs antreibt. Wir können also nicht mal Brisk um Hilfe bitten. Wenn das so weitergeht, drängen bald Malkomund Schergen aus den Minen und... Schon gut, wir sind hier, um zu helfen. Was ist dann passiert? Der Älteste ging hinein, um ihn aufzuhalten, aber das ist lange her. Wo ist der Zugang? Gleich da oben, an der Spitze des Außenpostens. Aber Malkomund ist mächtig. Keine Sorge, wir finden euren Ältesten. Ein böser Zauberer, weniger. Oh, welch Glück, hab Dank. Leute, keine Panik! Sind das jetzt Maulwürfe oder Mäuse? Krieger der Sonnenwende sind hier, um uns zu retten. Der Älteste wird zurückkehren. Malkomund wird uns nicht alle töten. Nur ein paar von uns. Ich lasse euch dann mal weitermachen. Hier gibt es noch viel für mich zu lernen. Aber die Unterstützerin. Wohin des Weges? Hätte ich ja gar nicht ins Lager gehen müssen. Im geometrischen Zimmer? Oh. Ich wollte schon immer gegen einen bösen Zauberer kämpfen. Ich dachte nicht, dass wir unterwegs eine Kleinstadt retten würden, aber nun ja. Ausruhen. Kann man hier neue Waffen kaufen? Die Wassermühle funktioniert nicht mehr, seit Malkomund die Windtunnel blockierte. Es ist kein Wasser mehr in der Quelle. Ich möchte unbedingt bahnen. Könnt ihr helfen und in die Minen gehen? Ja, wir sind doch dabei. Ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz wohin. Ah, okay. Ihr zieht los, seht euch meine Ausrüstung und Nahrung an. Oh, oh, oh. Plus 13 mit dem Bergarbeiterkittel. Aber wir haben echt wenig Geld. Sicherer Doppeltreffer bei normaler Angriff. Ja, das sind so Dinge, ich finde es schade, dass die hier eingebaut sind. Ist das nicht bei, ich habe leider, konnte ich ja bisher noch nicht spielen, Final Fantasy 16. Gibt es da nicht so ein ähnliches System? Ich bin kein Freund davon, um ehrlich zu sein. Ich will nicht, dass mir das gegeben wird, finde ich ganz ehrlich. Ja, die einfache Rüstung nehmen wir auch mit. Warte mal, wir haben die zweimal. Sie hat sie nicht ausgerüstet?
Warum das denn? Okay. Okay, so. War ganz schön teuer. Was haben wir da? Okay. Wo geht es denn dann da runter? Da geht es kaputt. Alter Mordekin-Mantel. Wenn die Tunnel weiter blockiert sind, kann die Melodie des Windes nicht mehr. Ja. Oder was haben wir denn? Das wäre doch eine Geschichte für... Ah, okay. Eine Geschichte für Mrs. Teagues. Wow. Und hier haben wir auch wieder was. Okay. Das wird meine beste Arbeit aller Zeiten. Spezielle Truhen hier wieder. Vorsicht, in den Minen. Offenbar hat jemand einen monströsen Salamander gesichtet. Ui. Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Hier wieder bei Pilzen. Her damit, für die Pilzsuppe. Wo kommen wir jetzt raus? Oh, haha. Vorbeigeschlichen. Warte mal. Lenzen. Oh ja, stimmt. Davon haben wir ja auch. Stimmt, das können wir ja alles wieder verkaufen. Hallo. Haha, schon gut. Das ist wohl das Minister. Danke für die Hilfe. Ups. Hoppala. Stimmt, das können wir ja mal ganz schnell machen. Das habe ich ja ganz vergessen. Warte mal, was war der Shop? Warst du der Shop? Nein. Wo war nochmal der Shop? Da. Wie nur 20. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder im Plus. Hast du auch nette Accessoires für uns? Nee, ne? Außer den Abacus Fisch im Pergament. Halt K.O. Okay. Nehmen wir mal mit. Und wo bringt uns das hier hin? Nirgendwo, okay. Auf in die Minen. Sicherheitserinnerung, nicht hinunterspringen. Aha. Kommen wir dann nicht mehr zurück, oder was? Ich überlege halt die ganze Zeit, ob wir noch mal ein bisschen zurückgehen und dann halt trainieren. Jetzt, wo ich weiß, dass es, wenn wir über die Karte hier weggehen.
Weil hier waren die Gegner sehr weit entfernt, oder? Ich weiß nicht mehr, wo hier der letzte Gegner war. Ah, nee, das dauert zu lange. Gut, dann wird schon schief gehen. Denke ich irgendwie. Ja, doch, der Weg ist ziemlich lang. Und so viel EP geben die ja jetzt auch nicht, deswegen. Können wir ja noch mal kurz was kochen. Obwohl, wir haben 8 Sachen. Ja, vielleicht noch eine Knochen. Ne, warte mal, die ist ja echt schwer zu machen. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ausruhen. Dann machen wir das so. Gut, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann springen wir mal da hinunter und schauen uns mal in den Minen um. Yay, Minen. Genau mein Ding. Wow. Macht's gut und auf Wiedersehen.